Das wird ja immer dreister mit diesen Klimaklebern. Der hier greift gleich ein ganzes Auto an. Aber ist das echt oder nur ein Fake? Weil er wird nochmal angegriffen und nicht schon wieder hier! Dann ganz im Blockbuster-Style mit mehreren Kameraperspektiven. Und dann wird's noch krasser, am Ende kommt die Polizei vorbei, die ist definitiv echt, aber wie sieht's aus mit dem Rest vom Video? Ist diese professionelle Kamera einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Leider nicht. Die ganze Aktion war nur ein Fake oder wie der Fahrer es selbst nennt, ein soziales Experiment. Bei YouTube, da erklärt er das und bei TikTok, da hat er es leider vergessen. Wir wollten von ihm wissen, warum eigentlich. Aber ich leite hier die Leute dazu, dass sie auf meinen YouTube-Kanal gehen und sich das Video anschauen. Geklickt haben sich die Videos jedenfalls richtig gut und die Leute haben sich richtig aufgeregt über diese militanten Klimakleber. Aber die Polizei, die hat sich auch ein bisschen aufgeregt, nämlich darüber, dass sie zu einem Fake-Einsatz mussten. Die ermitteln jetzt gegen den YouTuber und seine vier Komparsen wegen des Verdachts der Herbeiführung eines unnötigen Polizeieinsatzes.